Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Heute zum Freitag wieder mal mit einem Knaller-Package. Zum einen natürlich ein paar Handelsideen. Wir blicken unter anderem auf die wahnsinnige Rallye, die wir gesehen haben im Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Dann heute auf der Uhr Austral-Dollar, Kan-Dollar, britisches Pfund, japanisches Yen. Das in der Vorbereitung. Wenn wir es zeitlich schaffen, noch auf den DAX geschaut, gerne auch den einen oder anderen Wunschmarkt. Da müssen wir mal schauen, wie wir es heute hinkriegen, denn es ist heute wieder Freitag und kurzfristig hat der Michael Vogt an die Tür geklopft. Wir haben heute einen Traders Talk. Ich habe das schon auch angekündigt. Hier um 9 Uhr möchte ich da gerne starten mit dem Michael zusammen über ein paar der schlimmsten Trading-Fallen, Psychofallen im Trading zu sprechen. Das heißt, an dieser Stelle bleibt es natürlich wieder mega aufregend heute an den Märkten und im Traders Talk. Ich freue mich drauf und die, die live dabei sind, haben natürlich heute auch die einmalige Chance hier exklusiv bei Tickmill den Michael Vogt zu erleben und ihm gerne auch die ein oder andere Frage zu stellen. Deswegen halte ich mich heute nicht so lang auf, sozusagen mit dem Vorgespräch, sondern 9 Uhr ist der Micha dran. Jetzt der Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das sei gesagt. Wie schon gesagt, nachher 9 Uhr. Michael Vogt live, die vier schlimmsten Psychofallen. Das Ganze hier und wie schon auch avisiert. Wenn jemand eine Frage hat, gerne rein in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar. Dann kann ich hier den ein oder anderen Wunschmarkt gerne auch noch mit reinnehmen. Wir schauen auf das, was wir heute an den Nachrichten erwarten. Wir sehen es hier am heutigen Freitag aus den USA. Ein paar Nachrichten, eine davon versehen mit 3 Sternen. Die sind sozusagen wichtig und zwar ist das der Auftragseingang für die langlebigen Güter. Und wie ich das schon oft gesagt habe, ist hier sozusagen die Sache so, dass wir an dieser Stelle immer wieder wissen, wenn jemand langfristig sozusagen etwas kauft, also ein langfristiges Gut, dann guckt er positiv in die Zukunft. Deswegen sind die Zahlen an dieser Stelle auch so weit so wichtig. So, kurze Frage. Ich bekomme gerade eine Info. Man sieht den Stream hier nicht auf Facebook. Das muss ich mal sehen. Ich hoffe, die Facebook-Zuschauer können mich sehen. Kurz die Sache, keine Bitte, einfach mal kurz die Info, dass man mich auf Facebook sehen kann. Ich sehe nämlich, dass man mich sieht. Von der Seite her hoffe ich, dass das alles soweit läuft. Ja, auf Zoom sieht man mich auf alle Fälle. Und auf Facebook muss ich kurz warten. Einfach mal eine Rückmeldung. Aber wir haben ja hier schon Guten Morgen Grüße bekommen. Also von der Seite her, es schauen auch ein paar Leute zu. Ton gut, passt, sehr schön. Also auf Zoom funktioniert alles. Auf Facebook jetzt alles klar. Leute, es läuft, wir machen weiter. Die Tagesnachrichten haben wir sozusagen jetzt mit durch an dieser Stelle und wir blicken jetzt hier weiter in das, was wir diese Woche noch hatten, beziehungsweise schon hatten. Da gibt es nämlich einiges oder 2 Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte. Wir haben aus Deutschland den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe bekommen. Wir sehen es hier beispielsweise. Da haben wir einen schönen Zuwachs an dieser Stelle gehabt. Also beim verarbeitenden Gewerbe geht es ein Stück weit voran. Der Geschäftsklimaindex allerdings, der ist etwas unter den Erwartungen geblieben. Deswegen ist die Zahl hier rot. Aber auch hier positive Meldung an dieser Stelle. Im Vormonat war der 92,5, jetzt ist er 93,4. Also auch das passt soweit. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, da schauen wir ja auch immer drauf. Die waren hier ein bisschen höher als der Vormonat und auch höher als erwartet, aber das ist jetzt keine, sag ich mal, so extrem dramatische Zahl, die wir hier gesehen hatten. Was sehr, sehr schön und sehr positiv gewesen ist an dieser Stelle, hier die Verkäufe neuer Häuser in den USA. Da lagen wir erstens über dem Vormonat und zweitens auch deutlich über den Erwartungen. Das ist doch sehr positiv zu sehen. Den Rest gibt es heute im Laufe des Tages. Wochenvorschau für die nächste Woche machen wir am Montag. Das nehme ich heute nicht mit rein, weil ich unsere Zeit hier ein bisschen für den Micha auch aufsparen möchte. Das heißt, von dieser Seite her gerne die Zeit einfach für den Michael nutzen möchte. Das heißt, wir schauen jetzt gleich mal rein in die Charts sozusagen. Und zwar starten wir zuerst einmal mit dem Blick auf den Chart vom
Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Das ist doch mal eine Rallye gewesen. Schaut euch das mal an hier unten vom Jahrestief. Da muss ich mich mal ein bisschen zur Seite drehen. Hier unten um die Marke von 0,5468 hoch bis knapp 0,68. Ja, das war eine mega Rallye. Wir haben hier vor ein paar Tagen das hochgeschrieben, das absolute Trendhoch. Und wenn wir uns das kurz mal im Wochenchart anschauen wollen, in welchem Bereich das gewesen ist, es ist schon kein ganz einfacher Bereich gewesen. Ne? Wir haben auch oben hin noch ein bisschen Luft, aber wir hatten das hier bei Tickmill morgens auch besprochen an dieser Stelle. Es ist, wie es ist hier an dieser Stelle, wir sehen den Markt halt etwas angeschlagen, muss man sagen. Und da sehen wir das Verkaufssignal. Und dieses Verkaufssignal haben wir hier oben sozusagen auf der Wochenbasis bekommen, beziehungsweise auf der Tagesbasis bekommen. Und hier ist der Markt jetzt halt deutlich, deutlich unten in die Knie gekommen. Und ein, was ist an dieser Stelle passiert? Wir sind hier unter das letzte Trendtief gelaufen. Das heißt, unter das letzte korrektive Level hier in diesem Aufwärtstrend. Und das sagt uns, dass mit diesem Trend jetzt erstmal was nicht in Ordnung ist. Und das bringt uns auf längere Sicht jetzt natürlich die Unterseite ins Spiel. Das heißt, egal wie sich jetzt kurzfristig der Markt entwickelt, wir müssen mittelfristig halt drauf schauen, was hier unten an der Marke von 0,651 passiert. Fallen wir da drunter, ebnet das den Weg in das nächste Preislevel. Und das wäre mal hier unten dieser Auffangbereich, der hier in der Aufwärtstrendphase eine gute Rolle gespielt hat. Zunächst die Marke von 0,6395. Das ist der erste Blick dort unten rein. So, und jetzt kommt das Aber, und das ist das, was zunächst für die kurzfristigen Trader interessant sein sollte, aber für den einen oder anderen Trader, der sich sagt, okay, nur weil der Trend gebrochen ist, heißt das ja nicht, dass wir den nicht wieder aufnehmen. Also die Chance haben wir auch, und da kommt hier pünktlich sozusagen unten am Support das klassische Umkehrsignal, das heißt tief runtergelaufen, und jetzt stellt sich halt wirklich die Frage, wie es weitergeht, und das bringt jetzt die kurzfristigen Trader mit aufs Spiel, und da schauen wir uns den Abwärtsschub einfach mal hier an dieser Stelle sozusagen im kleineren Zeitrahmen an. Das heißt, diesen sehr, sehr starken Abverkauf, den schauen wir uns jetzt einfach mal kurz im Stundenchart an. Und da sehen wir sehr, sehr schön, wie der Markt hier sich nach unten geschlängelt hat. Ich skizziere das Ganze auch einfach mal ganz schnell. Schaut mal hier oben. Hier hat die Umkehrsituation angefangen hier oben. Zack, zack, zack. Und dann ging ordentlich hier die Luzi ab sozusagen. Ich habe das jetzt mal ganz grob nur skizziert. Und was wir hier unten sehen, ist jetzt das Interessante. Nämlich genau das, was ich immer sage, so schaut ein erster Rebound aus. Hier hat sich jetzt ein leichter Aufwärtstrend gebildet. Und der hat jetzt natürlich die Chance, weiter nach oben reinzulaufen. Das heißt, an dieser Stelle haben wir jetzt die Chance, nach oben zu laufen, in die Bereiche rein. Und das wäre zunächst einmal hier, da muss ich es mal kurz ein bisschen weiter zusammenraffen, das Bild, der Ausbruchsbereich hier unten raus, unter diese Marke von 0,66. Das hier, dieses Level, da war hier oben der Support, da sind wir jetzt drunter gefallen. Das wäre mal der erste Anlaufpunkt. Und wenn der sich schön nach oben mit ausweitet, dann haben wir hier noch zwei weitere Level. Das wäre zum einen dieser Drehbereich hier um die Marke von 66,5, und das zweite wäre der Bereich hier oben grob an dieser Stelle um die Marke von 0,6889 in diesem Dreh rum, also dieser Bereich hier sozusagen. Das wären hier im Kurzfrist mal ein paar Punkte, die wir anlaufen können, ohne dass wir jetzt schon die Entscheidung treffen müssen. Geht es jetzt wieder aufwärts komplett in die neue Richtung, oder sehen wir eher den Abwärtstrend in Fortsetzung? Ja? Hier sprechen wir jetzt erst einmal über den klassischen Rebound. Und das nächste, was dann in Folge kommt, wenn wir das hier schaffen und ich das zeitig genug auf dem Schirm habe, möchte ich auch hier auch an dieser Stelle schon sagen, ganz klar hier an diesem Punkt, wir werden auch die Umkehr nach unten wieder traden, wenn es soweit kommt. Das heißt, wenn wir hier auf der Tagesbasis quasi jetzt nur eine Korrektur sehen, egal wie die dann am Ende aussehen wird, und wir brechen dann drunter rein, dann kommen wieder in diese Situation, dann könnten die bärischen Signale kommen. Wenn wir vor diesem Hoch hier oben rumdrehen, dann haben wir natürlich die Chance, ein tieferes Hoch zu machen, und das ist der nächste Punkt zur Entstehung eines größeren Abwärtstrends, und das können wir aktiv natürlich auch traden, und das schauen wir uns dann an, wie ich schon gesagt, wenn es soweit ist. Heute erstmal hier ein bisschen Rebound, der Blick nach unten und die Chancen zur Oberseite. Das ist der Blick in das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Dann bleiben wir noch bei den Währungen, und zwar als nächstes hatte ich gesagt, wollen wir mal schauen auf britisches Pfund, japanisches Yen. Auch das hier unter unseren Traderinnen und Tradern immer wieder ein gerne nachgefragtes Währungspaar.
Und das schauen wir uns mal eben kurz hier mit Blick auf den Tageschart an. Keine Sorge, ich zoome es mal ein bisschen rein. Hier sehen wir nämlich auch eine schöne Situation, die wir so ein bisschen einordnen müssen und die auch durchaus Relevanz für kurzfristige, aber auch für den mittelfristigen Trader haben. Und zwar aus diversen Punkten. Und zwar haben wir hier auch, wenn wir das mal so sehen, zwei Trendgrößen ineinander fließen. Ich skizziere erstmal die größere hier von beiden. Also das wäre dieser große Zeitrahmen. Das ist auch das, was man sehr, sehr schön auf dem Wochenchart sehen kann. Das heißt, das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr tiefe Korrektur, die wir hier am Laufen haben. Und wenn wir uns den letzten Korrekturarm einfach mal anschauen wollen, dann sehen wir halt auch den Trendverlauf des Korrekturarms. Ne? Den sieht man deutlich besser im Stundenchart, wenn wir uns den dann auch gleich mal abschauen. Aber wir sehen ihn halt auch hier. Schaut mal, ganz grob skizziert. Das ist wirklich nur eine ganz grobe Skizze. Das ist der momentane Abwärtstrend, den wir hier haben. Und wir sehen halt den Markt hier unten jetzt so langsam wieder ansteigen. Und da wird jetzt die Frage laut, was wird das denn? Ne? Das heißt, wir haben hier unten das Tief gehabt, unten in diesem Bereich um die 133. Das ist aus technischer Sicht, aus charttechnischer Sicht auch ein Bereich, der durchaus Relevanz hat als Unterstützungsmarker. Denn hier in diesem Bereich hat der Markt auch schon gedreht. Ja? Wenn man das mal so sehen will, hier drüben ist ein Umschwungbereich, wo wir aus der letzten Korrektur auch nach oben angefangen haben, rumzulupfen, bevor wir dann hier ein Stückchen weiter in diese höhere Region reingelaufen sind. Also dieser Bereich, wo wir jetzt hier rumgedreht haben, der war schon sehr, sehr interessant und der hat jetzt durchaus auch die Chancen, wieder nach oben zu laufen. Das heißt, das, was sich jetzt hier etabliert, könnte gut und gerne die Umkehr für die Geschichte aus der Wochenbasis sein und uns dann deutliche Chancen zur Oberseite hingeben. Und das schauen wir uns jetzt mal eben kurz an im Stundenchartverlauf. Hier, wenn ich einfach mal draufklicke, da sehen wir das nämlich schon an dieser Stelle. Hier, das ist der Abwärtstrendverlauf, den ich gerade auf Tagesbasis auch skizziert habe. Und das können wir hier in diesem Bereich halt auch, wenn wir das mal kurz schauen, schaut mal hier, das ist der Schub nach unten. Hier haben wir die weiten Läufe da, aber die ersten Signale, dass wir hier durchaus kurzfristig rumdrehen können, die haben wir schon da, weil der Markt fängt hier an, nach oben zu laufen. Das heißt hier, auch das mal wieder in der Skizze, schaut mal an, wir haben hier ein erstes höheres Tief gehabt, wir haben hier höhere Hochs. Und das, was wir jetzt hier sehen, das sind so Sachen, wo sich eine Umkehr andeutet. Ne? Wir sind hier unten, wenn wir uns mal den letzten Bewegungsarm anschauen, zunächst erstmal über dieses wichtige Level drüber gelaufen. Hier in diesem Bereich, wo ich die Linie jetzt drüber ziehe, ist das letzte Verkaufslevel, wo es diesen großen Rutsch nach unten ging. Und hier sammelt sich der Markt jetzt und bildet ein Dreieck zur Oberseite hin. Daran sehen wir, der Markt fängt immer früher an zu kaufen. Und das ist die Chance, die wir hier haben. Der Ausbruch nach oben, der könnte dann weitere Käufer in den Markt ziehen und die Oberseiten anlaufen. Und die Zielplanung, die wir jetzt hier rausziehen können, die sind dann auch schön zu sehen. Nämlich, da können wir uns schön an diesen höheren Leveln, also an diesen Kaufleveln orientieren hier. Und das wären mal die Marker so ganz grob um die 136,2 bis 136,6 hier drüben in diesem Bereich. Und dann hier oben die Marke von 138, 34, 35 in etwa rum. Das zunächst erstmal das Bild ins Kurzfristige. Und das ist das, was wir auf dem Tageschart auch sehen. Das sind die Chancen hier zur Oberseite, die wir durchaus jetzt erst haben. Und wenn der Markt hier tatsächlich eine Umkehr macht, in diesem Sinne jetzt, dann sehen wir die auch im großen Wochenbild und dann hätten wir den ganz großen Trend in der Umkehr und schaut euch mal an, was wir hier für ein Potenzial haben hier. Wir haben jetzt wirklich den Weg dann offen, wenn die Long-Umkehr kommen, mittelfristig auf die Marke von 142 durchaus durchzulaufen. Das ist die positive Seite für die Bullen. Die Bären können sich natürlich erst dann wieder austoben, wenn wir runterlaufen. Dazu brauchen wir allerdings Kurse hier unterm Zwischentief, das heißt, das wäre dann der Bereich, wo wir den Stundenchart gerade auch beleuchtet haben. Wenn diese Aufwärtssituation sich nicht entwickelt, sondern der Markt wieder abverkauft, nach unten abprallt, das wäre dann eine Umkehr. Das würde dann sozusagen diesen kleineren Trend, den ich hier eingezeichnet habe, betreffen. Hier, das also mal das letzte kurz eingezeichnet hier, das wäre dann aus der Korrektur die Umkehr und dann die Fortführung des Ganzen. Und wenn das passiert, auch da haben wir Anlauflevel da, sozusagen von dieser Marke dann hier drüben. Diese tieferen Bereiche um die Marke von 131,8, 132 in etwa. Das ist das, was uns der Blick in britisches Pfund, japanisches Yen verrät. Und als drittes würde ich gerne noch auf Austral-Dollar, Kann-Dollar schauen, bevor wir dann einen kurzen Blick in die Fragerunde machen und das Ganze hier mit reinnehmen. Also hier der Blick zunächst in das Währungspaar. Austral-Dollar, kanadischer Dollar. Jetzt musste ich selber nochmal auf den Spickzettel schauen und hier
Halleluja. Man sieht es schon hier an dieser Stelle, was hier entsprechend los ist. Ich räume den Chart mal ganz kurz auf, hier ein paar Sachen rausnehmen, die wir hier einfach nicht mehr brauchen. Wir sehen hier in diesem Chart ganz klar etwas, was wir hier auf die Long-Seite gar nicht sehen wollen. Wir sehen hier einen, ja, einen ruptiven Markt. Ne? Er will nicht richtig hoch und ganz schnell immer wieder runter. Wir haben es hier gesehen aus der Korrektur hier unten raus. Bäm, eine sehr, sehr starke Woche. Dann eine Abverkaufswoche, dann langsam hoch, wieder oben rein, hier oben in dieses Level, hier wo wir das Hochliegen haben, um die 0,96,56 in etwa. Das der Bereich und dann zack, wieder der starke Abverkauf nach unten. Und alles wird momentan zumindest irgendwo hier unten in diesem Bereich von 0,94 aufgefangen. Und damit haben wir jetzt hier mal mit Blick auch erst einmal auf das große Bild hier in der Woche einen Schwungbereich. Und dieser Schwungbereich ist momentan begrenzt unten bei 0,94,1 und oben bei 0,96,5. Das sind mal so grob die Marker, die wir hier an dieser Seite haben im Australdollar-Kandollar. Das ist also die Range, die wir hier oben liegen haben. Und die nutzen wir jetzt einfach mal, um die kurzfristigere Situation hier im Kandollar, Australdollar-Kandollar zu besprechen. Dazu blicke ich mal eben in den Tageschart rein. Keine Sorge, wir bleiben nicht im Tageschart. Ich möchte nur mal die Situation im Tageschart beleuchten, weil wir die hier besser eingliedern können als im Stunden, als im Wochenchart. Ne? Weil hier sehen wir sozusagen, wie sich die Woche auch entwickelt hat, dass der Markt hier innerhalb der Range sogar im Tag teilweise Trends macht, ja. Und jetzt sind wir wieder unten angekommen und wir sehen hier mit Blick auf den Tageschart auch, welche Relevanz dieser Support hier unten hat. Denn das war der Bereich, als der Markt hier unten eine ganze Weile verharrt ist und dann hier sozusagen die Korrektur aus dem letzten Aufwärtsschub gemacht hat. Und es hat hier unten drunter eine ganze Weile gedauert, ohne großartige Preisbewegung, bis der Markt raufgegangen ist. Er hat sich dort also unter sehr, sehr geringem Abgabeinteresse gehalten, gesammelt und dann kam schön der Schub nach oben. Deswegen hat diese Marke auch Relevanz und deswegen sehen wir auch aktuell zumindest hier bei jedem Anlauf schön den Aufkauf nach oben wieder. Und ein ähnliches Bild sehen wir jetzt hier auch wieder, kurz drunter gelaufen und jetzt den Schub nach oben. Und das gibt uns jetzt die Chance, dass wir tatsächlich diesen Kaufbereich unten wieder erfüllt bekommen, hier die Händler reinkommen und wir dann zunächst erstmal ins Median beziehungsweise wieder in Richtung der Oberkante laufen können. Und das Ganze schauen wir uns gleich nochmal im Stundenchart auch an. Zuvor allerdings eine Sache, auf die möchte ich gerne hinweisen, weil hier ist jetzt etwas anderes passiert. Und zwar, die Tests, die wir vorher in diesem unteren Bereich hatten, die sind sozusagen nicht wirklich drunter gelaufen unter diesen Ausbruchsbereich hier oben, sondern die sind immer kurz drüber zum Stehen bekommen. Jetzt sind wir erstmals drunter gelaufen. Das könnte so ein kleines Vorzeichen sein, muss es aber nicht. Ne? Deswegen das Ganze in Betracht behalten. Wenn wir die Unterseite mit beleuchten sollten, das heißt, wir hier keine nachhaltige Rückkehr in die Range finden, dann haben wir hier ein paar nahe Anlaufpunkte. Das wäre einmal hier dieser leichte Tiefbereich unter diesem Sammeln hier bei um die Marke von 0,93,5 in etwa und dann hier unten dieses kleine Zwischentief grob bei 0,92,6. Das sind die Marker, die wir unten haben. Und jetzt schauen wir uns mal den Verlauf der Range an und dazu schalte ich mal in den Stundenchart mit rein. Hier an diesem Stelle und da sehen wir halt im Groben diesen Abwärtstrendverlauf, den wir hier haben. Ich mache das mal ganz kurz rein, schaut mal, das ist der Schub nach unten in der höheren Zeitreise und unten hier der Lower Timeframe, das ist sozusagen die kleinen Trends, die hier immer laufen und da sehen wir halt sehr, sehr stark die Abwärtsrichtung drinnen. Auch jetzt hier unten im letzten Bereich, der letzte Schub, das ist der 5-Minuten-Trend, den man hier sieht und das ist jetzt die Umkehr, die hier anfängt. Also das ist auch die Tageskerze, die wir hier nach oben sehen und da sehen wir, der Markt schlängelt sich so Stück für Stück nach oben und hat hier dieses letzte Bewegungstief auch rausgenommen, ja, das letzte Bewegungshoch, das hier aus diesem Abwärtstrend um die 0,9425 und das ist ein gutes Zeichen, wenn wir hier bleiben und das hat jetzt den Charme sozusagen, wenn wir das Ganze im Kleinen mal sehen wollen, auch nach oben zu laufen, hier einfach mal kurz skizziert die Anlaufpunkte, wo wir durchaus hingehen können für das Thema In-Range-Trading, ne? Also hier oben diese Bereiche, ich skizziere sie einfach nur mal kurz an, das sind so ganz
ganz, ganz grobe Haltepunkte hier. Oben der große Abverkaufsbereich. Ne? Also 94, 71, 0,95, 0,95 knapp 5 und 0,95, 75 in etwa. Das sind so Marker, die können wir durchaus zur Planung rannehmen. Und hier schalte ich jetzt mal eben in den 5-Minuten-Chart um. Und da kann ich hier das schön zeigen. Schaut, das ist hier Initialbewegung, Korrektur und hier läuft der Trend jetzt hoch. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, das geht dann sozusagen genau in die Sache rein, die ich gerade auch angeleuchtet habe. Und da sehen wir das Ganze hier auch im 5-Minuten-Chart. Die Marker, die ich hier reingelegt habe, das waren halt auch relevante Punkte innerhalb des Abwärtsschubes. Und das ist das Interessante. Und das bringt uns dahin, dass wir hier durchaus den ein oder anderen Markt in diese Richtung mit reinnehmen können, um das Ganze hier etwas nach oben mitzutreiben. Innerhalb der Range wohlgemerkt. Ne? Das Interessante hier mit Blick in das Währungspaar Australdollar, kanadischer Dollar. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz in die Fragen rein hier an dieser Stelle. Auf Zoom haben wir aktuell keine Fragen. Auf Facebook mal kurz schauen, ob da Fragen sind. Fragen habe ich da noch keine, nur die Bestätigung, dass Bild und Ton gut sind. Da freue ich mich sehr drüber. Passt auf, Leute, in 10 Minuten habe ich den Michael Vogt hier mit auf dem Schirm. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt. Heißt also, wer jetzt hier noch was gesehen haben möchte, bitte einfach rein in die Chats. Ansonsten mache ich jetzt mal flott noch den Blick in den DAX, wie er sich zum Freitag anschaut. Und in der Zwischenzeit gucke ich auch immer mal rein, wenn wir da keine Fragen haben, dann würde ich den Michael Vogt auch ein paar Minuten eher mit reinholen in die Sendung heute. Und ja, da haben wir einfach ein paar Minuten mehr Zeit zum Plaudern auch an dieser Stelle. So, also hier der Blick in den DAX momentan. Ich sehe gerade auch zwei Wunschmärkte, Gold nochmal anschauen und Pfund norwegische Krone. Ja, natürlich, schauen wir uns an. Euro, Australdollar. Jetzt kommt plötzlich alles rein. Da müssen wir mal sehen, was wir schaffen. Ich mache mal zunächst den DAX, ja. Also, im DAX, das Bild. Nur ganz kurz, wahrscheinlich macht es Sinn, wenn wir die Woche mal abwarten und den DAX Montag noch ein bisschen intensiver noch mit beleuchten, weil man heute halt auch die Hoffnung im Markt auch hat, dass sich irgendwann das Thema Stimuluspaket in den USA sozusagen auch noch mit abbilden wird. Das könnte die Märkte deutlich beeinflussen, deswegen der DAX hier erst einmal nur kurzfristig. Was wir im DAX allerdings sehen, ist, ich hatte es schon gesagt, wir sind hier unter einem wichtigen Supportbereich, unter die 12.000, also definitiv erstmal unter 13, aber unter die 12.000 Punkte Marke gelaufen. Und das sind halt so Marker an dieser Stelle, die man halt immer wieder hat. Und jetzt sehen wir den Markt halt unten relativ schwach. Das ist latente Schwäche, nach diesem Kursschub hier nach unten in die Seitwärtsphase zu gehen. Und um das kurz auf den Punkt zu bringen, ohne zu intensiv zu werden, wenn wir diese Seitwärtsphase hier nach unten hin verlassen, dann haben wir relativ schnell die Zielmarke auch gefunden. Und das waren hier leichte Swinglos. 12.200 hier unten, 11.900 und ein paar in die ja, knapp 50-Punkte-Marke. Das sind die Regionen, die wir auf der Unterseite haben. Und das zeigt uns halt auch, wenn die großen Tageskerzen wieder reinkommen, dass das durchaus auch Bereiche sind, die man tagsüber erreichen kann. Ja? Das heißt, das kann man durchaus auf der Uhr haben. Und da wäre es jetzt halt wichtig, ich schalte mal kurz um in den Stundenchart, dass wir hier an dieser Stelle auch erkennen, dass der Stundenchart definitiv noch abwärts gerichtet ist. Wir jetzt hier die korrektive Gegenbewegung sehen. Und wenn das Bild umdreht, wir tatsächlich auch wieder den Weg nach unten durchaus als realistische Chance haben und die tieferen Bereiche auf der Tagesbasis definitiv anlaufbar sind. So, jetzt schaue ich kurz in britisches Pfund, norwegische Krone. Die hatte ich, glaube ich, hier noch nie besprochen. Deswegen britisches Pfund, norwegische Krone. Doch, da haben wir sie. Leute, da ist er. Kurzes Bild. Schöner Boden hier unten übrigens. Das ist der Tageschart und hier fliegen wir gerade oben drüber. Und in diesem Chart, nur ganz kurz hier oben, der Bereich, in dem wir hier oben gelaufen sind, das ist momentan ein klassisches Widerstandslevel. Also hier die Marke von 12,15 in etwa, das ist ein wichtiger Bereich. Und dieser Bereich, der zählt jetzt. Was passiert hier oben? Schaffen wir es tatsächlich über das Vortageshoch drüber? Dann haben wir gute Chancen, zunächst erstmal ein Stück weit höher zu laufen. Wenn wir den nächsten, sag ich mal, Verkaufsbereich mal suchen wollen, wo hier Anlaufmarker sind, dann können wir gut und gerne sagen, hier oben, dieser Drehbereich,
Preisbereich, den wir da oben haben, um die Marke von 12,58 bis 12,60. Das wäre mal ein guter Luftpunkt nach oben hin. Da ist Raum da, den wir anstreben können, wenn es nach oben geht. Ansonsten hier im Währungspaar britisches Pfund, norwegische Krone, muss man schauen, sollten wir hier Schwäche reinbekommen, weil wir haben ja gestern doch einen ordentlichen Abverkauf gesehen und der Markt nach dieser starken Aufwärtsphase erstmal durchatmen wollen, dann wird es wichtig zu schauen, was drunter ist hier und unterm Tagestief sieht man dann schon, unterm heutigen Tagestief, dann geht das Ganze hier so ein bisschen zu Ende und das, was wir dann an dieser Stelle sehen, ist einfach der Fall, wenn wir das mal kurz haben wollen, hier der Markt so, so und wenn wir tatsächlich unters Tagestief drunter fallen, haben wir dann zunächst erstmal wieder einen Abwärtstrend, der diese starke Dynamik etwas korrigieren könnte. Das sollte man als Händler tatsächlich kurzfristig hier auf dem Schirm haben. Und dann noch Gold. Gold nehme ich auch kurz rein und dann sozusagen noch Flirt Euro Australdollar und dann ja, schauen wir mal, dass wir den Micha hier direkt mit reinnehmen. Goldpreis haben wir hier, haben wir besprochen. Wir sehen im Goldpreis gerade so ein bisschen eine Bodenbildung. Nach dem starken Abverkauf, den wir hier hatten, Gold haben wir ja hier morgens auch live besprochen, ich zoome den Chart mal groß hier, wir sind ausgebrochen aus dem Dreieck nach unten, der Markt trendet hier im Kleinen auch nach unten, also wenn wir uns das Bild mal anschauen wollen, hier auch der letzte Schub ist abwärts gerichtet, das kann man auch noch ein bisschen weiter von oben nehmen, ne? Dieser Schub aus dem Dreieck raus, jetzt sehen wir die Gegenbewegung und hier wird es jetzt wichtig, was passiert, die Tageskerze von gestern, die ist hier durchaus relevant, nämlich aus dem Punkt, die Oberseite und die Unterseite sind hier wichtig, unten drunter wird es sozusagen wieder in die Ausdehnung der ganzen Geschichte geben und dann kommt sozusagen wieder die Umkehr des Ganzen in Frage. Und wenn wir das mal kurz auf der Stunde sehen wollen, sehen wir, dass der Markt von unten jetzt schön rauskommt und der entscheidende Punkt kurzfristig tatsächlich hier das Tageshoch von gestern gewesen ist. Wenn wir da nämlich drüber laufen, dann haben wir die Chance erstmal hier Richtung 1895 hochzulaufen im kleineren Bereich. Das heißt, das wieder abzuverkaufen bzw. zu korrigieren, was wir runtergenommen haben. Hier oben dieser Bereich, ne? Und dann haben wir noch weiter Luft im Sinne einer korrektiven Ausdehnung erst einmal hier bis 1920 Zähler. Das im Gold. Ansonsten, wenn wir hier unten drunter brechen, unter diese grüne Linie, würde das bedeuten, wenn es jetzt auch direkt schon kommt, dass wir nicht über das gestrige Hoch drunter laufen, sondern hier wieder die Abwärtsrichtung aufnehmen. Das wäre dann nur eine sehr, sehr schwache Korrektur gewesen und das wäre dann der Weg zur Unterseite. Hängt auch alles ein bisschen mit dem Dollar zusammen. Wenn der Dollar weiter an Stärke gewinnt, könnten wir durchaus weitere Abgaben im Goldpreis sehen. Das kurz und knapp der Blick in Gold. Jetzt noch flott der Blick in Euro-Australdollar. War gewünscht, Euro-Australdollar haben wir hier an dieser Stelle. Der Blick, wir sehen es im Euro-Australdollar, da müssen wir jetzt keine Koryphäen sein. Hier oben rein, das ist ein Widerstandsbereich. Der Widerstandsbereich kommt aus dem, was wir im Tag sehen hier oben. Heißt also an dieser Stelle, schaut euch das Ganze mal an. Hier sehr, sehr schön zu sehen, die weite Trading Range, die wir schon seit sehr, sehr geraumer Zeit haben, sind hier oben rangelaufen. Hier kam es leider nicht dazu, dass wir den Ausbruch zur Oberseite gesehen haben, sondern wir drehen direkt hier oben wieder ab. Das erinnert also ein bisschen an die Tests hier drüben. Und wenn wir uns das Ganze im Stundenchart mal anschauen wollen, der Markt fängt hier oben an, nach unten zu trenden und wir haben diesen Aufwärtstrend, den wir hier oben gehabt haben, sozusagen jetzt mittlerweile auch schon wieder rausgenommen. Schaut mal, hier unten war das letzte Korrekturtief, hier das letzte Trend hoch und jetzt fängt der Markt hier unten an, nach unten zu trenden in der Stunde und das sind Umkehrsignale, die definitiv da sind und wenn wir tatsächlich nachhaltig hier unten drunter durchlaufen, dann nehmen wir komplett diesen In-Range-Trend raus und sehen uns dann eher wieder mit dem Median bzw. der Unterseite der Range in Verbindung gebracht und das sind die Setups, die dann eher zur Unterseite laufen, wenn es hier zu einer Ausdehnung kommt. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn wir diesen Bereich hier oben nicht verlassen wollen, sondern der Markt hier stabil bleibt und dann nach oben zieht, da wäre es wichtig wirklich zu sagen, hier schaut mal oben drüber, dieses Hoch müssen wir rausnehmen, dann kommen wir weiter in dem Verlauf drüber und dann hat man halt hier im Widerstand noch ein bisschen sammeln, Kräfte sammeln gesehen und dann den Schub nach oben, das wäre die interessante Sache für die Long-Seite hier im Euro-Australdollar und da gibt es ja durchaus auch nach oben ein paar interessante Anlaufpunkte, die hatten wir schon besprochen, das halte ich auch hier ein bisschen mit auf dem Schirm. So, dazu hätten wir das besprochen und dann würde ich sagen, Michael, ich sehe dich schon im Hintergrund in der Ecke sein, ich hoffe, du bist ready, dass wir dich auch gleich mit reinnehmen können hier in die Sendung. Das heißt, ich schalte jetzt einfach mal um, schalte dich im Ton auch mit rein und sage an dieser Stelle auf alle Fälle mal guten Morgen, Michael.
Ich hoffe, dass du jetzt zu hören bist. Ich freue mich, dass ich dich mit an Bord habe. Und wir zwei wollen uns heute so ein bisschen unterhalten über das Thema die schlimmsten Psychofallen im Trading. So, guten Morgen, Mike. Ich hoffe, das klar funktioniert. Ja, ich kann dich gut hören. Ich hoffe, unsere Zuschauer hören dich auch. Ich mache kurz aber mal die Rumfrage, ob man uns auf Facebook hören kann und auch auf Zoom. Das dauert erfahrungsgemäß immer ein kleines bisschen, bis die Streaming-Signale da angekommen sind, wo sie sind. Von der Seite her schauen wir mal. Ton und Bild sind gut. Wir kriegen die Rückmeldung. Alles super. Klasse. Michael, ich freue mich sehr, dich dabei zu haben. Und wir zwei haben heute das Thema auf der Uhr Psychofallen im Trading. Da kann ich mich an meine Psychofallen, die ich am Anfang hatte, noch sehr, sehr gut erinnern. Thema Trades hinterherrennen, Thema irgendwelchen Gurus folgen und wenn die was sagen, ja, dann muss ich ja rein, dann darf ich nicht warten. Am besten noch vor allen anderen und so weiter und so fort. Das kennt man ja alles. Du bist jetzt selbst auch Händler, hast auch diverse Bücher zu diesem Thema geschrieben. Was hast du denn zu dem Thema zu sagen? Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen Tonversatz, Mike, aber du hilfst mir, weil wir beide sind jetzt über Skype zugeschaltet. Ganz genau. An der Stelle erstmal guten Morgen, Mike. Klasse, ich hin und wieder schaue ich ja auch deine Sendung. Jeden Morgen so früh aufstehen, okay, Respekt. Jeden Morgen die Märkte analysieren, okay, Respekt. Machen viele andere auch, aber du musst es ja noch moderieren. Von daher zweimal Respekt, gell? Danke. Klasse. Ja. Das Thema Psychofallen, klar, das betrifft ja jeden, bei dem einen mehr die, der andere mehr jene Baustelle. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja alle festgestellt, dass die Anzahl der Buchseiten, weil du die Bücher natürlich auch angesprochen hast, die Anzahl der Buchseiten korrelieren ja nicht mit dem, was man rausholt. Ne? Das ist nun mal eins von diesen großen Bereichen im Börsenhandel, dass zwischen Absicht und Verhalten halt oftmals doch ein, ja, das ist halt nicht immer deckungsgleich. Und da vielleicht können wir darüber mal die kommende halbe Stunde zwei, drei Sachen sprechen. Ich denke, ich habe drei von ganz vielen möglichen Fehlern, die wir vielleicht mal kurz durchsprechen können, Mike, vielleicht, dass wir sie kurz thematisieren. Genau, ich denke, damit können wir gut loslegen. Und wenn die Leute Fragen haben, die können das ja im Facebook etc. pp. Sehen, kann man ja unten dann mit diskutieren, was ich aber parallel jetzt gerade halt nicht sehe. Das ist aber kein Problem, Michael. Ich habe die Fragen alle da. Also wenn hier Fragen reinkommen, die würde ich direkt auch mal an dich auch weiterleiten. Also von der Seite her lade ich auch alle unsere Zuschauer an dieser Stelle ein. Wer hier Fragen hat, genau auch zu diesem Thema, nutzen Sie ruhig die Chancen, das Ganze hier zu machen. Dafür sind wir hier heute Morgen auch da. Und der Michael ist auch wirklich ein sehr, sehr interessierter bzw. erfahrener Händler. Sonst hätte er das alles auch so nicht niedergeschrieben. Und Michael, du hast auch gerade gesagt, gerade auch in deinen Büchern, es gibt ganz, ganz viele Seiten, die du in diesen Büchern beschreibst. Ich kenne deine Bücher ja auch, die sind schön zu lesen und der Content ist wirklich auch aus der Wahrheit auch gegriffen und dort in einer schönen Art und Weise rausgespiegelt oder rausgezogen. Und ich muss sagen, gerade bei dem Thema auch in der Entwicklung von Händlern, da ist das Thema Psychologie ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben. Und da merkt man halt auch, dass der ein oder andere Händler an bestimmten Sachen länger arbeitet als ein anderer Händler. Und da würde mich mal interessieren, gerade aus dem Thema auch der Psychologie, was war denn für dich so ein Knackpunkt, wo du gemerkt hast, oh, das ist jetzt ein Punkt, der hat mich im Trading besonders beschäftigt und wie hast du den gelöst? Vielleicht willst du dazu auch mal was sagen. Na ja gut, lasst uns drei Punkte ansprechen. Haben wir ein bisschen Struktur drin? Genauso ist es, Mike. Fakt ist natürlich eins, es gibt viele Punkte, hatte ich eben schon erwähnt. Und jedem ist ja klar, dass eben diese verschiedenen Themen auf der einen Seite dieser Sammelbegriff der Psychologie, ich sag gleich zwei Sätze dazu, auf der anderen Seite die Fachlichkeit, das alles ist ja nicht linear kausal. Das ist ja immer alles komplex kausal. Von daher sind, egal welchen Punkt man jetzt hier anspricht, habe ich den im Griff, sind halt eben noch 11 andere Baustellen zu lösen. Aber nichtsdestotrotz, aber lass uns da mal kurz drüber reingehen, weil im Großen und Ganzen der erste Punkt ist ja ein wesentlicher, bei dir, bei mir sicherlich genauso eins gewesen, dass die Hauptsünde ja in den Umgang mit den Charts, mit den Märkten, ja weniger auf das Verletzen einer wegen mir pingelig einzuhaltenden Signal oder wegen mir auch Stopplogik oder auf mangelhafte Schulbildung und scheint gleich gar nicht auf eine verpfuschte Erziehung etc. zurückzuführen ist, sondern oftmals liegt ja die eigentliche Wurzel dieser Hauptsünde im Börsenhandel, die ich kurz ansprechen würde, eben auch nicht in irgendwelchen sozialen Strukturen, auch nicht und auch nicht in dem schlechten Umfeld, sondern oftmals ist die wahre Ursache stattdessen in der, ich nenne es gerne die Rebellion eines Traders gegen den Alltag als Trader.
So, und es gibt halt wirklich Trader, und ich gehöre, oder ich glaube mal, jeder von uns gehört bis zu einem gewissen Grad oder gehörte zum Anfang mit dazu, die sich schlicht weigern, eben ein Leben, Achtung, mit, und das ist der Punkt, mit Einschränkungen zu führen. Und natürlich kämpft jeder Trader mit der Selbstdisziplin oder muss kämpfen und muss sich zwingen, Dinge vor den Charts zu tun, von denen wir alle wissen, dass man sie tun soll. Beispiel Geldmanagement, wir müssen die Stops sauber setzen, wir müssen Stops fachlich und vernünftig nachziehen, wir müssen die Gewinne laufen lassen und vor allen Dingen, wir sollen halt nur die Signale und nicht den kompletten Chart halt schlicht und ergreifend sag schon, interpretieren. So. Und spannend ist halt nun schlicht und ergreifend Folgendes. Trader, die nicht gegen oder nicht mehr, ist vielleicht das bessere Wort, Trader, die nicht mehr gegen den Alltag eines Händlers rebellieren, die haben im Vergleich zu dem klassischen Trading-Anfänger oder im Vergleich zu ihrem eigenen Rückblick, so hat man das Gefühl, sie seien irgendwie ein bisschen lebendiger eben, weil sie eben nicht mehr rebellieren. Sie haben also irgendwie scheinbar etwas, nennen wir es wegen mir, eine Kraft, die ihnen das verleiht, neben dem fachlich sauberen Minustrade diesen auszuhalten, eben auch wegen mir den Trübsinn jener oder den Trübsinn auszuhalten, wenn mal eine Position kurzzeitig gegen dich läuft. So, und diese Kraft, worum es geht, diese Rebellion gegen den Alltag, die auf der anderen Seite halt steht, das ist eben dieses sogenannte, ich nenne es gerne Zielbewusstsein, was man einfach haben muss. Das heißt, den Blick auf die noch kommenden Handelstage zu richten, weg von dem einzelnen Trade. Ich glaube, das ist die große Kunst und das ist das, was denjenigen, der gerne vermeidet, also der gerne die Rebellion in dem Trading-Alltag hat, so wie wir, vielleicht bei dir sagst gleich auch was dazu, der ist eben nur an dieser sofortigen Belohnung aus diesem jetzigen Trade dran interessiert. Und interessant ist aber, dass eben dieses Zielbewusstsein, und das ist dann halt, wie gesagt, aus meiner Sicht dieser Gegensatz, den man sich Stück für Stück hinführen muss, weg von der Rebellion, eben darauf führt, dass man auf die Zukunft schaut. Das heißt, wie sehe denn mein Regelwerk aus, wenn ich statt diesem einen Trade und der sofortigen Belohnung mal 50 Trades mache? Wie sieht das aus, wenn ich nicht den heutigen Trade, nicht den heutigen Handelstag für so wichtig nehmen, sondern mir mal vorstellen, wie das aussieht, wenn ich das, was ich mir vornehme, irgendwas jetzt 15 Wochen lang oder 3 Monate oder ein halbes Jahr beständig hintereinander mache. Und das kümmert aber denjenigen, der sich eben, der gegen den Alltag rebelliert, meist nicht. Der interessiert nur dieses jetzt, dieser einzelne Trade. Das heißt, er ist mit jedem Augenblick, mit dem Umgang mit den Charts so verhaftet, dass er eben diesen Weitblick da nicht hat. So. Und ich glaube, das ist etwas, was man aktivieren muss bei einem Händler. Das ist etwas, was man bei sich aktivieren muss. Eben jene Kraft, was irgendwie, wegen mir auch dieses persönliche Vorwärtsstreben, dieses, wie sieht es aus in Wochen mit mir? Wie sieht es aus in meinem Regelwerk, wenn ich das diszipliniert mal 100 Trades etc. mache, da muss man Stück für Stück sich hinmachen. Die Rebellion also ist das eine, sich und seinen Handelstag gut organisieren mit Zielblick auf die kommenden Tage, die kommenden Trades, das ist der Gegensatz dazu. Wie siehst du das, Mike? Ich sehe das absolut genauso wie du. Ich habe die Erfahrung halt auch gemacht durch das Trading. Ich trade ja auch schon mittlerweile seit Ende der 90er Jahre und habe mit dem gesamten Markt so angefangen wie jeder andere Trader auch, mit dem Wunsch einfach an der Börse Geld zu verdienen. Und habe dann gerade, als ich auch angefangen habe, mein Kapital hauptberuflich zu verwalten, so seit 2012 in etwa, halt auch ganz stark die Erfahrung gemacht, dass ich so ganz klar den Wunsch hatte, relativ schnell viel Geld aus den Märkten rausziehen zu wollen. Ich hatte jetzt nicht die Illusion über sozusagen zum Multimillionär zu werden, sondern einfach den Wunsch, genügend Geld aus den Märkten zu ziehen. Und dieser Wunsch hat dann dazu geführt, dass ich mich in meinem Kopf ein bisschen verändert hatte. Und das hat dann im Endergebnis geführt, dass ich in der Zeit, wo ich noch in der Bank gearbeitet habe, als klassischer nebenberuflicher Händler, da habe ich Geld verdient an den Börsen, einfach weil ich einen ganz anderen Hauptfokus hatte. Da war ich halt durch meine Arbeit beschränkt und konnte die Trades gar nicht in so kurzfristigen Zeiträumen abblicken. Und dann war plötzlich die Chance für mich gegeben, dass ich doch direkt am Markt sitzen konnte. Und dann habe ich dieses Gezappel am Markt gesehen und da kam dann plötzlich die emotionale Lage, die Gefühlslage rein, die Angst plötzlich, wenn der Trade jetzt offen war, egal ob er im Gewinn war oder ob er nicht richtig losgelaufen ist, die Angst, was zu verlieren.
am Anfang, wo es nicht so gut lief, war es halt immer die Angst vor dem Verlust. Was ist am Ende passiert? Mir ging es so, vielen anderen auch so. Ich bin aus Trades im Minus rausgegangen, die dann ins Plus gelaufen sind. Da habe ich mich natürlich sehr geärgert. Dann kam irgendwann eine Phase, dann sind meine Trades ins Plus gelaufen und ich habe die Gewinne viel zu früh mitgenommen. Und all das hat dann dazu geführt, dass ich mich, sag ich mal, mit meiner Psyche deutlich mehr auseinandergesetzt habe, so wie du das auch gesagt hast. Und ich habe dann halt einfach gemerkt, dass ich die Disziplin aufbringen sollte, um das Trading ganz normal in den Tagesalltag mit reinzubringen. Und ich persönlich bin halt ein Mensch, kein klassischer Daytrader, sondern ich sehe das Ganze über das längerfristige Bild. Das Trading ist für mich ein Marathon und ich hatte am Anfang versucht, den Marathon im Sprint zu erledigen, was ich natürlich nicht geschafft habe. Da bin ich kollabiert. Und dann habe ich wirklich angefangen zu überlegen, Junge, was bringt dich denn dazu, immer unruhig zu werden? Und da habe ich dann halt irgendwann angefangen, okay, du hast noch ein paar andere Aufgaben in deinem Leben, die auch erledigt sein sollen. Und in dem Moment, in dem ich das akzeptiert hatte, habe ich sozusagen mein Trading darauf abgestimmt zu sagen, okay, wie sieht der Grundlage im Chart auch aus? Ich richte mich nach den Trends und ich weiß, dass Trends auch mal atmen. Das heißt, wenn ich beispielsweise in der Long-Position drin ist, wir besprechen das ja hier jeden Morgen auch bei Tickmill Deutsch in den Analysen für die Währungsmärkte, so ein Markt atmet halt auch mal und man muss halt als Händler akzeptieren, dass wenn ein Trade läuft, dass man in einer gewissen Schwankungsbreite im Markt mehr oder weniger verhaftet ist, weil wir das nicht sozusagen kontrollieren können. Und für mich hat sich dann halt rauskristallisiert, dass ich gesagt habe, wenn ich den Chart richtig gelesen habe, wenn ich mein Risiko an den richtigen Stellen begrenze, also das Money Management einhalte und eine vernünftige Zielplanung habe, dann ist das Thema mit dem Einstieg oft zweitrangig, weil wenn ich die Signallage sozusagen richtig sozusagen erkenne und weiß, ab welchem Punkt meine Signallage erreicht ist, dann bin ich halt durch diese Gesamtstruktur so weit als Händler gereift, dass ich sage, der Trade läuft jetzt, den fest du nicht mehr an. Und das ist die Disziplin, die sich bei mir entwickelt hat. Und das spiegelt sich so ein bisschen auch mit dem wieder, was du gesagt hast. Na genau. Also wie gesagt, auf der einen Seite diese Rebellion, das ist ein schönes Wort, weil das bringt halt an der Stelle auch sehr schön auf den Punkt. Und auf der anderen Seite, nein, die Rebellion, die zur Folge hat, dass man eben die sofortige Belohnung oftmals haben möchte. Und auf der anderen Seite das Zielbewusstsein, wie es wäre, wenn ich beständig handle. Das Wort Beständigkeit ist natürlich auch erstmal so ein plakativer, so ein schnell durch das Dorf gejagter großer Begriff, den man aber ganz weit aufklappen kann. Und in diesem einen Fall, was wir jetzt hier brauchen, ist das Zielbewusstsein, wie gesagt, dadurch definiert, dass man sagt, weg von dem einzelnen Trade hin zu dem gedanklichen Experiment, am Anfang ist es ein Experiment, später ja noch nicht mehr, dann zu sagen, wie sähe es aus jetzt, wenn ich das, was ich jetzt tue, einen Monat, zwei, drei Monate halt mache. Das ist mit der Begrifflichkeit des Marathons von dir dann an der Stelle auch mit gemeint. Also Rebellion gegen den Alltag, ein großes Thema. Ich denke, da kann der eine oder andere was mit anfangen. Ein zweites großes Thema, neben vielen, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, ja, ist eigentlich auch etwas ein ja fast noch höher wie über den Rebellion stehendes, eigentlich das höchste über alles herrschende Thema im Trading, nämlich das ist das Thema des, in den Büchern hat es viel geschrieben, des freiwilligen Verzichts. Und hier ist interessanterweise, der freiwillige Verzicht ist ein Thema angesprochen, das sich sehr, sehr, sehr schlecht in der eigenen Familie und auch sowieso von Haus aus, also für die Fortgeschrittenen in der eigenen Familie und aber als Thema als solches auch sehr schlecht für einen oder an einen Trading-Anfänger weitergeben lässt, beziehungsweise sehr schwierig einfach zu vermitteln. Weil der freiwillige Verzicht ist ja etwas im ist ja das weit verbreitendste Phänomen im Börsenhandel und von daher auch wenig oder schwer zu vermitteln. Und warum ist das so? Weil wir müssen ja überlegen, es ist ja egal, in allen Bereichen finden wir ja im Börsenhandel den freiwilligen Verzicht. Und wenn wir auf der einen Seite, weil du es gerade davon hattest, können wir ja das nehmen beispielsweise, also die Disziplin, sich an ein Einstiegssignal zu halten, egal welches das ist, ob das jetzt die vielen Bereiche der Markttechnik sind, ob das ein Indikator ist, eine Trendlinie oder wenn ich nach dem Mond handle, ist ja völlig erstmal bums egal. Wichtig ist, aha, ich habe ein Einstiegssignal, okay, ich muss die Disziplin aufbringen, da waren, mich an dieses zu halten. Das bedeutet ja für den Trader, er verzichtet freiwillig auf alle anderen Logiken, die er einst mal gekannt oder angelesen oder auch probiert hat und jetzt auch im Chart sieht. Handle ich diszipliniert ein Einstiegssignal, heißt das, ich verzichte auf alles andere, was ich im Chart sehe. Für viele Trader der absolute Albtraum. Für mich am Anfang auch. Die Disziplin in der
was du eben auch sagtest, beispielsweise in der Stopplogik haben wir das ja auch. Das heißt, Disziplin in der Stopplogik bedeutet ja, auf den hier und jetzt entstandenen Profit, der da auf der Uhr steht, auf den verzichte ich ja. Wenn ich mich diszipliniert an meine Stopplogik handle, verzichte ich auf den Betrag, der aktuell auf der Uhr steht. Und das wiederum zwingt mich ja dazu, den aktuellen Bar, der da rumwackelt, überhaupt nicht mehr für wichtig zu nehmen. Der nächste Albtraum. Genau. Der nächste Albtraum. So, und genauso ist es so, die Disziplin, auch diese mehr oder weniger ja Teletubby-Weisheit, beschränke, beziehungsweise begrenze ist das richtige Wort, begrenze Verluste, aber auch die Disziplin wiederum, Verluste zu begrenzen, beinhaltet ja zum einen den Verzicht, darauf zu lauern, dass nach Erreichen des Stoppkurses, wenn der Markt also da reinläuft in deinen Stoppkurs, dass er dennoch in die Ursprungsrichtung dreht. Das ist ja der Verzicht. Wenn ich einen Stop reinsetze, verzichte ich darauf, dass der Markt genau an der Stelle dreht. Was ja oftmals halt, man hat immer das Gefühl, dass er genau an dem Punkt halt dreht. Ja, aber ist immer so. Das ist ja auch ein Albtraum, der möglicherweise aber in dem Fall der Albtraum, diesen Stopp, wenn man ihn setzt, natürlich dadurch belohnt wird, in diesem einen Fall, dass Verluste halt nicht größer werden. So, und genauso ist die Disziplin dann auf der Oberseite, also sprich Gewinne laufen zu lassen, verzichtet man ja, was ich vorhin ja auch schon sagte, jetzt hier nur nochmal im Detail drauf, verzichtet man eben auf die Mitnahme der aktuell bereits bestehenden Gewinne. So, genauso mit der Disziplin nach Erreichen eines wie auch immer definierten Ziels in dem Markt. Ich gehe nach, also das Target, also das Limit oder wie auch immer, was im Markt halt liegt. Ja, auch da wieder muss ich ja freiwillig auf den Rest des Marktes verzichten. Auch das wieder ein Albtraum. So, und das stellt halt jedes Mal die Frage, wie diszipliniert bin ich heute mit so viel Verzicht, also wie diszipliniert gehe ich heute mit so viel freiwilligem Verzicht um? Und ich habe den freiwilligen Verzicht, an jeder Stelle ist der irgendwo, steht der hinter mir und guckt mir über die Schulter und das ist sehr spannend. Und dieser freiwillige Verzicht, das ist etwas, mit dem sich sehr, sehr wenige Trader, ich auch am Anfang, gar nicht auseinandersetzen, weil man mitunter eben auf einen Stopp, auf eine Einstiegslogik, auf einen Target etc. pp. Mitunter immer einen falschen Blickwinkel hat. Aber mit dem freiwilligen Verzicht bekommt man einen etwas besseren, einen etwas freige oder besser geschärften Blick da drauf und kann sich ganz anders darauf einrichten. Also diese internalen Repräsentationen, was da im Kopf passiert, ist einfach erheblich besser. Und der freiwillige Verzicht als riesengroßes Thema, denke ich, trägt da sehr viel dazu bei. Mike? Also gerade bei dem Thema freiwilligen Verzicht, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und egal, wie man das jetzt nimmt, das ist auch eine Hürde, über die sozusagen auch jeder Händler drüber muss sozusagen. Und es ist beispielsweise bei dem Thema freiwilligen Verzicht, möchte ich gerne mal ein paar Worte aus meiner Erfahrung auch sagen, wo bei mir das Thema freiwilliger Verzicht auch angefangen hat. Weil ich sag mal, wenn man so von der Grundlage mit dem Trading auch anfängt, dann die meisten Menschen fangen an, Bücher zu lesen, Fachzeitschriften zu lesen, dem einen oder anderen in den Nachrichten mit zuzuhören. Und da wird halt immer gesagt, ja Leute, Risikomanagement ist wichtig und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Das Thema Positionsmanagement, das Thema Diversifikation, da gibt es sehr, sehr viele Dinge im Portfolio oder im Leben eines Traders, die man auch lernen muss und wo man halt durch diese Grundlagen schon alleine, wenn man dies anfängt umzusetzen, eine gewisse Einschränkung, einen gewissen Verzicht auch hat, im Portfolio sozusagen sich dort auch einzuschränken und möglicherweise auch den ein oder anderen Trade nicht zu machen, weil es halt das Thema Verzicht ist durch gewisse Einschränkungen. Und in dem Punkt, bei dem Punkto Verzicht, weil viele Händler haben ja den Wunsch im Trading, so früh wie möglich rein in den Markt und den Trade so lange wie möglich laufen zu lassen. Und das Thema, den Trade so lange wie möglich laufen zu lassen, hat ja einen gewissen oder beinhaltet ja einen gewissen Verzicht, nämlich der Verzicht, dem Wunsch sozusagen oder dem Drang zu widerstehen, Gewinne zu früh mitzunehmen, weil man sagt sich ja einfach, ich möchte beispielsweise den Trade jetzt so lange laufen lassen, bis der Markt rumdreht und dann kommt man halt als Händler immer wieder in die Situation, ich sag mal zum Beispiel, dass man
zum Beispiel in einen Trade eingestiegen ist und die Position jetzt zum Beispiel mit 500 Euro im Gewinn ist und plötzlich dreht der Markt im laufenden Trend, alles gesund, dreht der Markt rum und der Händler, der vor dem PC sitzt, sieht sein PC, zeigt mir an, oh Gott, jetzt habe ich nur noch 450 Euro Gewinn, jetzt habe ich nur noch 400 Euro Gewinn. Irgendwann ist halt eine Schmerzgrenze für den Händler erreicht, wo ich sage, jetzt reicht es mir. Bevor ich jetzt hier auf plus minus null oder in das Minus laufe, muss ich einfach jetzt herausgehen. Und das ist halt der Verzicht sozusagen, dort einzugreifen und den Markt wirklich laufen zu lassen und als Händler so gereift zu sein, dass man sagt, okay, wenn der Markt korrigiert, ich weiß ja, ich gehe raus, wenn der Trend zu Ende ist. Da ist ja mein Stopp da. Und solange wie das nicht erfüllt ist, verzichte ich auf den Eingriff ins Trade Management. Und mir persönlich, ich hatte damit eine lange Zeit ziemlich große Probleme. Und ich bin den Punkt so angegangen, ich habe mich einfach von dieser Zielvorgabe, den Trend so lange zu traden, wie er läuft, ein bisschen befreit, indem ich einfach gesagt habe, okay, Junge, du hast ja auch Signale, die springen in laufende Trends auch rein. Das heißt, da ist der Trend schon vorhanden und ich versuche dann in irgendeiner Art und Weise sauber in die Korrektur des Trends reinzukommen. Und da hat es bei mir im Kopf irgendwann Klick gemacht und ich habe gesagt, Junge, bei deinen laufenden Trends, Trades, die du immer wieder zu frühem Gewinn schließt, mach's doch einfach so, nimm den Trend und tu so, als würdest du in den Trend einsteigen wollen und du noch keine Position hast. Und das hat mich halt dahin gebracht, dass ich angefangen habe zu pyramidieren. Und sozusagen dahingehend bewahrt werde, sozusagen meinen Trade zu schließen, weil ich schaue ja immer wieder auf den Re-Entry und baue die Position in den Gewinn hinein auf. Und das hat mir geholfen. Und das ist das Thema auch Verzicht. Dadurch, dass ich immer wieder auf neue Trading-Chance in dem laufenden Trade suche, habe ich zum einen den Verzicht vor der Gewinnmitnahme und zum anderen auch den Verzicht darauf, dass ich mich mit zu vielen Märkten beschäftige und daraufhin anderes verpasse. Das hat mir geholfen bei dem Thema auch Verzicht im Trading. Okay, na da. Also wie gesagt, jeder hat ja seine individuelle Erfahrungswert zu dem Thema. Und sicherlich gibt es von Händler zu Händler da zig Abweichungen. Ja, mehr. Absolut. Geben, ja? Aber im Großen und Ganzen sind das Stationen, die sich nicht an einem lustigen Nachmittag mal ebenso erschließen, sondern das sind Stationen, das sind Treppen, das sind Stufen, die man erklimmen muss, die sich über Wochen, Monate, stellenweise Jahre ja wieder Stück für Stück gedanklich ergeben. Absolut. Bis dann eben, wie ich immer gerne sage, für dieses eine Thema, für diese eine Frage dann die Kugel in die Mulde reingerollt ist und da kommt sie dann auch nicht mehr raus. Will also heißen, einmal so eine gedankliche Stufe erklommen, ein Thema mal so lange durchgearbeitet, ne, bis man am Ende wirklich aller Fragestellungen angekommen ist, dann kann man auch nicht mehr zurückfallen auf eine vorherige Stufe. Dann hat man sie wirklich erklommen und das ist interessant. So, wir hatten über die Rebellion gesprochen, zwei Sätze. Wir hatten mal zwei Sätze über den freiwilligen Verzicht gesprochen. Lass uns, ich weiß gar nicht, ich hatte drei Themen jetzt mitgebracht, weil hier standen überall vier, aber egal, von der Zeit her sind wir ja sowieso gut dabei. Das kann man ja. Das ist kein Problem, Micha. Was anderes noch, was sehr interessant ist, das ist natürlich sehr weit, jetzt auch durch das Social Media etc. sehr schön, auch wenn vielleicht nicht bei sich selber, dann aber wenn man links und rechts mal bei den anderen schaut, so ihn zu sehen. Nämlich, es gibt viele, viele Trader, auch ich gehörte eins dazu, wenngleich damals, wo ich angefangen habe, war das ja in diesem Umfang und in dieser Wissensfülle, die es da draußen gibt, ja so gar nicht nachvollziehbar, wie das jetzt ist. Das heißt also, es gibt eine Menge Trader da draußen, die mit nichts, aber auch wirklich mit nichts Fachlichem, was es draußen gibt, befriedigt werden können. Sie haben am allen etwas, jetzt meine ich auszusetzen, damit meine ich jetzt nicht den Forumbeitrag, der da unten ist, bitte aufpassen, das meine ich nicht damit, sondern gedanklich für sich selber, nicht in der Kommunikation nach außen, mit allem etwas dran auszusetzen. Bei diesem oder jenem Webinar, was Sie hören, sagen Sie, okay, das könnte interessant sein, aber für sich innerlich. Das Buch, was ich lese, interessant, aber dem Forumbeitrag, den ich lese, aber. So, das heißt also, es gibt Trader, gehöre ich wie gesagt einst auch dazu, denen ist überall ein bisschen zu wenig oder aber ein bisschen zu viel wird da in dem Fachlichen geschehen. Und niemals scheint es aus ihren Augen, dass alle Dinge im Trading einfach in sich stimmig erscheinen. Ja, so diese freiwillig angefangene Berufung des Tradings wird am Ende, es ist immer ein Spalt offen, es ist scheinbar nie so richtig stimmig. So, und daher gibt es dann natürlich, gerade bei einem Trading-Anfänger, der merkt, dass das eben alles nicht so richtig stimmig für ihn scheint, dann auch eben jenen, es gibt da zwei,
Arten. Der eine, der sagt, du pass auf, ich will nur noch meine Kohle hier zurück und dann lass mich mit dem ganzen Börsenscheiß zur Ruhe. Ich will damit nie wieder was zu tun haben, weil der eine schreit Sonne, der andere Mond, der eine Long, der andere Short, der eine ist Flat und egal was ich mache, irgendwie kommt ja dennoch immer noch mal ein Minustrade zustande. Das heißt, das ist der eine, lasst mich in Ruhe, ich möchte damit nichts zu tun haben. Bei dem anderen wiederum, das ist auch sehr interessant, bei denen herrscht mitunter als Trading-Anfänger wiederum die Überzeugung, ich bleibe zwar dabei, aber da es nicht so weitergeht, wie es weitergeht, weil ich gedanklich hier immer so eine Schleife habe, wenn da nicht bald so eine Art Messias daherkommt, erscheint sozusagen der starke Held, die starke Hand, der starke Held für das Weitere, der mich hier wirklich an die Hand nimmt und dann halt so durchzieht. So. Das ist ja diese in der Schöpfung, in der autodidaktischen Schöpfungsgeschichte eines privaten Traders ist das eben dieser Spalt, der immer offen ist. Und ich rede jetzt wirklich von dem Privaten, der sich das autodidaktisch beibringt. Ist das ja ein sehr, sehr schlimmes Problem, weil er ja ursprünglich an die Börse gegangen ist, um Erfolg zu haben. Okay? Und jetzt wird er das dritte Mal ausgestoppt. Ja, kann nicht sein. Autsch. Minus. Schmerz. Zu wenig, plus, was du eben sagtest, ja, ich keine Ahnung, es standen 500 oder was weiß ich, Euro auf der Uhr und jetzt sind es nur noch 300. Jetzt ist mein Plus weg, das seufzt. Und jetzt auf einmal drehen die Märkte, oh je, das geht ja alles nicht. So, und das alles ist für den ein oder anderen ein, wie sagt man, folglich ein Bestandteil eines völlig unvollkommenen Börsenuniversums, das scheinbar nur der Liebe und der Zuneigung eines noch besseren Regelwerks bedarf. Ne? So, das ist dann auch an der Stelle, das ist jetzt nicht unser Thema, aber knüpft ja auch diese Metapher der Suche nach dem Heiligen Gral an. Ja, Thema Überoptimierung. Ja, aber das ist ja gar nicht jetzt unser Thema, genau. Aber das knüpft ja irgendwo an. So, und das wiederum ist ja der Grund, warum viele Trading-Anfänger und mitunter auch einst ich und viele werden es vielleicht nachvollziehen können. Kann ich mich anschließen? Inhaltlich jetzt auf folgenden Punkt kommen, nämlich, dass sie glauben, dass sie erst viel später als Trader wirklich glücklich werden, nämlich zu einem späteren Zeitpunkt, der da heißt, nämlich erst dann, wenn alle Faktoren stimmen. Das heißt, man schimpft nach wie vor weiter auf der einen Seite auf die ganze, wegen mir nennen wir es Überwissenschaftlichkeit und auf der anderen Seite wiederum, am anderen Ende, nehmen wir jetzt nur die Extreme links und rechts, da ist es die Überwissenschaftlichkeit, alles zu viel Zahlen, alles zu viel Mathematik, zu viel Alkohol, so weiß der Geier was, das alles so in diese Richtung reingeschmissen. Auf der anderen Seite wiederum, das viele Thema der Unwissenheit, der fachlichen Rohheit und der viel zu großen Verfeinerung und irgendwo dazwischen drinne der Aktionismus und die Gleichgültigkeit, ja, und dazwischen drinne schwimmt man da halt jetzt völlig da drinne rum und egal, wo ich hingucke, es ist immer ein Spalt offen, so. Die Gedanken kommen nie zur Ruhe und bewahren eben immer so einen gewissen vorhandenen Rest von den Dingen, die einfach niemals in Ordnung kommen, so, und hier kommt mitunter wirklich, das, was ich sagte, dass es nur noch diesen geheimen Trick gäbe, diesen großen Messias, der Heilige Gral, oder aber ich höre mir den ganzen Kram halt auf. So, und ich glaube, das ist eine von diesen, es gibt viele, aber eine wesentliche Stufe auch, die man als Händler erklimmen muss. Nämlich, dass man an der Stelle, was ich jetzt eben so mit wenigen, ganz kurz jetzt nur mit so ein paar Substantiven da beschrieben habe, es die Pflicht ist, Stück für Stück anzuerkennen, das, oder anders, die Aufgabe eines fortgeschrittenen Händlers ist eben, das anzuerkennen, die Unvollkommenheit des Tradings einfach zu akzeptieren. Ja, es gibt Märkte, die drehen werden. Und da hast du tausendmal analysiert. Ja, und dein Plus, was du siehst, wird weggehen. Das wird die nächsten 100 Jahre so bleiben, sofern du so alt wirst und die Märkte dann auch gibt. Und ja, es kann sein, dass du jetzt an der Stelle gleich 7 Minustrades in Folge kriegst. Alle fachlich sauber. Das ist so. Willkommen im fachlich sauberen Börsenhandel. Willkommen. Sag ja oder sag nein. So, und diese Unvollkommenheit zu akzeptieren und nicht mehr dagegen zu rebellieren, jetzt nehme ich das Wort, was wir vom einst hatten, ich glaube, das ist eine der wesentlichen, neben vielen anderen betont, es ist nicht die einzigste, aber eine wesentliche Aufgabe als fortgeschrittener Händler. So, Mike.
Das ist genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und das ist halt auch etwas, das ich persönlich bei mir in meiner Entwicklung sehe. Das hast du gerade auch gesagt, zu diesem Thema auch Vollkommenheit und Markteinschätzung und das Ganze rundherum, was es da so alles gibt im Trading, was man beachten kann. Das ist auch das, was ich in meinen Ausbildungen auch immer wieder an andere Trader auch weitergebe, ist halt dieser Punkt, dass das Trading genauso wie ein Beruf, den jeder von uns auch ausführt, es ist halt faktisch so, dass man in einem, sag ich mal, Becken unterwegs ist, in dem es extrem viele verschiedene Komponenten gibt und diese Komponenten nicht immer das Gleiche machen, sondern verrückterweise halt manchmal halt auch komplett unterschiedliche Sachen tun. Thema Wirtschaftsphasen, die entwickeln sich halt und die wechseln sich auch mal ab und da passiert das eine nicht immer dann, wenn das andere passiert. Und das ist das Thema, was du gerade auch angesprochen hast, dass man als Händler halt irgendwann an den Punkt kommt zu akzeptieren, jawohl, ich kann nicht immer alles vorausschauen. Es kann passieren, dass der Markt sich plötzlich verändert, ja, wenn wir sowas wie jetzt an den Märkten auch gerade bei den US-Märkten gesehen haben, dass der Nasdaq halt einfach mal nach unten fällt wie ein Stein, nur um dann wieder auf den Allzeithoch zu gehen, als wäre überhaupt nichts passiert, ja, das ist nicht logisch und das ist eines der Konzepte, die halt hier am Kapitalmarkt immer wieder da ist und der ausgereifte Händler, der kommt halt dann irgendwann so hin, weil er, ich kenne das bei mir selbst auch, weil die Schmerzen so groß geworden sind irgendwann, dass man anfängt, sich zu verändern und das Ganze besser greifen kann, dass man halt einfach sagt, okay, es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, die akzeptiere ich einfach und schau mal, was da auf mich zukommt. Und auf der anderen Seite spezialisiert man sich dann halt auch auf das, was man auch kann, nämlich das ist dann der Einstieg und das Trade Management. Und wenn man das als Händler im Griff hat, dann macht man sich so ein bisschen frei von dem ganzen Rest rundherum, weil man weiß halt, was man tut, auf was man sich einlässt und die gesamten anderen Komponenten, die sind halt nicht zu behandeln. Das ist so ähnlich wie wenn man auf der Straße unterwegs ist und man weiß genau, da vorne ist eine Ampel, wenn die grün wird, kann ich weiterfahren, dann weiß der Kopf, okay, grün, bitte Gang einlegen und losfahren. Und die Praxis hat uns aber gezeigt, es gibt halt auch manchmal Situationen, dass da grün ist und man kann trotzdem nicht fahren und da muss man als Autofahrer halt einfach sagen, gut, dann warte ich noch ein bisschen. Und genau das gleiche ist es auch im Trading, man hat sozusagen gewisse Routinen, man weiß, wann man loslaufen muss und es kommt halt manchmal auch ein bisschen anders, als man das geplant hat. Genau, also und genauso ist der Börsenhandel, diese Unvollkommenheit, nicht mehr dagegen anzukämpfen, wenngleich das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht fachlich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ich muss das machen bis zum letzten Konsequenz und danach bleibt immer noch eine gewisse Unvollkommenheit und diese gilt es zu akzeptieren. Gell? Das muss man nochmal betonen, das heißt ja jetzt ist nicht die Aussage, schmeißt alle Bücher weg, lernt nichts, braucht nichts. Weil nein, um Gottes Willen, nein. Er nimmt einen Würfel, schreibt Long und Short drauf und fertig. Das ist damit ja nicht, ich denke, das ist jedem klar, ich betone es nur nochmal, damit es kein Verständnis gibt. Super, Mike. Also das waren diese drei Sachen, die aus meiner Sicht etwas ist, mit dem man sich gedanklich lange, da geht man lange damit schwanger, gell? Das ist auch nichts, was man sagt, ah, komm, gib mir mal schnell die Lösung, aha, dann habe ich sie im Kopf eingeloggt, alles klar, verstanden, sondern das ist was, mit was man Stück für Stück innerlich erleben muss, mit was man die Erfahrung haben muss und was man jeden Tag aufs Neue dennoch dann auch in Anwendung bringen muss. Aber hat man die Stufe einmal gereicht, Stück für Stück gedanklich, wie gesagt, das ist das Interessante bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Bereichen im Börsenhandel, wo man dann auch nicht wieder zurückfahren kann. Super, Mike. So, dann, Micha, das waren sehr, sehr schöne Schlussworte. Ich danke dir hier für die Zeit heute Morgen auch und hier an alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute auch wirklich sehr gut besucht unter dem Fokus, was ich jetzt gerade auch zusammen mit den dankenswerten Gedanken von Michael auch erörtert habe, schaue ich hier jeden Morgen auch in die Märkte rein. Der Micha hat vor uns am Anfang gesagt, ich fange hier schon relativ früh an, aber das ist halt Bestandteil meines Jobs als Händler auch und das ist das, was ich hier jeden Morgen auch bei Tickmill Deutsch exklusiv zeige, die Vorbereitung für die Märkte. Also wem sowas gefallen hat, heute auch der Besuch mit dem von Micha, der Austausch hier interaktiv in der Community, auch die Handelssignale für die tägliche Handelsvorbereitung, den lade ich hier an dieser Stelle auch ein, einfach zu diesem entsprechenden Veranstaltung jeden Morgen mit reinzukommen. Hier unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Zoom-Kanal ist ja jetzt der Weg auch frei. Ladet Freunde und Bekannte ein, auch auf Facebook hier das Ganze bei Tickmill Deutsch mit anzuschauen. Es macht Sinn, es macht Spaß und ja, wir haben gesehen, man kann an den Börsen gutes Geld verdienen. Der
der Michael kennt das auch aus eigener Erfahrung. Von der Seite her, es macht Sinn, hinzuschauen, eine gute Handelsvorbereitung zu machen und dann als Händler seine Strategien zu traden. Michael, ganz, ganz lieben Dank dafür und dir ein schönes Wochenende und wenn du magst, noch die letzten Worte fürs Webinar heute Morgen. Oh, die Rede zur Nation. Nein. Also ich glaube, wie gesagt, Börsenhandel, was ich eben schon sagte, auf der einen Seite diese Überwissenschaftlichkeit, auf der anderen Seite die Unwissenheit und die in der Mitte halt eben der Aktionismus und die Gleichgültigkeit. Dazwischen drin irgendwo findet man seinen seelischen Frieden beziehungsweise findet auch seinen Handelsstil, den dann mit den zwei Themen, was ich vorneweg noch gesagt habe, eben man dann auch den freiwilligen Verzicht Stück für Stück annehmen muss und lernen muss. Mike, an der Stelle, ich hätte das gerne bei uns im Markttechnikforum geteilt, den Stream. Das ging aber bei uns nicht in Facebook, weil ich kann da irgendwie keine Watchparty machen, wenn auf so einer anderen Seite. Ich habe das irgendwie nicht hingekriegt. Aber vielleicht können wir ja die Aufzeichnung hiervon nehmen und wir können die bei uns ins Forum dennoch reinschmeißen. Das wäre, denke ich, ganz interessant, weil ich habe das, wie gesagt, jetzt echt nicht auf der Markttechnik-Seite drüben hinbekommen, dass man diesen Stream da live sieht. Muss ich nochmal nachfragen. Aber man kann das ja nochmal an der anderen Stelle wiederholen. Genau. Dann an die Elena, einen schönen, ja, die Woche ist ja schon rum, gell? Von daher sagen wir ein schönes Wochenende im Großen und Ganzen und man sieht sich sicherlich auf der einen oder anderen Seite dann wieder. Ja. Mike, alles Liebe und schönen Dank, ja? Super, Dankeschön. Und auch an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle noch einmal auch fürs Zuschauen. Ja, und wir sehen uns dann sozusagen am Montag wieder, wenn wir hier in die Märkte schauen und wie heute auf den Kursrutsch im Neuseeland-Dollar, US-Dollar schauen, auf die nächsten interessanten Handelsideen. Danke fürs Zuschauen, fürs Weiterempfehlen und bis nächste Woche. Ich freue mich drauf. Tschüss.